Herzlich willkommen zurück zu Shadow of the Colossus, der PS4-Version der Remasterten, die, ich glaube, letzte Woche gerade oder vor ein paar Tagen rausgekommen ist. Wir haben schon den ersten Koloss besiegt und wir haben einiges gelernt über das Land. Ziel scheint es, von diesem, sehr mittelalterlich, mystisch gekleideten Jüngling zu sein, die dort hinter ihm befindliche junge Dame zum Leben zu erwecken. Wir sind uns nicht sicher, ob es seine Freundin, Frau oder Schwester oder sowas ist. Ja, aber wir werden das sicherlich noch herausfinden. Wie gesagt, der erste Koloss ist, zu Stücken zerfallen. Wir haben sowas wie seine Seele in uns aufgenommen und, sind dann im Tempel wieder zum Leben erwacht, nachdem das Licht am Ende des Tunnels uns hier zurückgebracht hat. Der nächste Koloss wartet schon auf uns. Und wenn ich mich richtig erinnere, war es genau dieser hier. Er bewegt sich träge in der Küstenhöhle. Wollen wir doch mal unser Pferd... ich wollte das Pferd rufen. Wie war das nochmal? So. Wo ist es denn? Pferdchen, da. Hervorragend. Huch, ich wollte nicht rüberspringen, ich wollte aufsteigen. Und wir machen uns auf den Weg gleich zum zweiten Koloss. Ja. Wo müssen wir denn lang? Ja, gut zu wissen. Wo muss ich denn lang? Aha, das ist Ducken. Ist die Sonne gerade weg oder was? Oh, ich muss hier wieder rein. Oder auf die andere Seite des Tempels. Ich probiere es einfach nochmal, als ist die Sonne wieder da. Und wir sollen in diese Richtung uns aufmachen. Ich kann ja auch mal schnell auf die Karte schauen. In diese Richtung liegt eine Brücke sogar. Ja, dann lass uns doch mal hier um diesen Tempel rum. In einer wilden Hetzjagd. Huch. Gib Fersengeld, Junge. Gib Fersengeld. Ja, das da hinten scheint schon der richtige Weg zu sein. Gucken, was hier zwischen diesen Torbögen ist. Ich hoffe, das wird nicht schon wieder so eine Kletterpartie. Ah, hier ist also keine Brücke, aber... Oder? Ist da eine Brücke? Diese Kamera macht mich nervös. Vor allem auf diesem Pferd. Hier ist doch eine Brücke, hä? Meine Fresse. Ja, dann reiten wir doch mal hier rüber. Was ist denn unser Weg? Ich nehme an. Jetzt hier ganz vorsichtig. Boah, sieht das schön aus unten der Strand. Hervorragend, geil. Einfach nur richtig cool. Oh, nicht zu schnell, nicht zu schnell. Oh. Die Kamera macht manchmal auch so ein bisschen ihre eigenen... Oh. Pärchen, das ist hier eine ganz enge Geschichte. Eine ganz enge Kiste. Oh. Aha. Gut. Upsi.
Müssen wir da runter etwa? Küstenhöhle, hat er gesagt. Nein. Oh. Wie dumm bist du denn? Ich will da runter. Ihr seht schon, das macht sich nicht ganz so einfach. Enge Kurven mit diesem Gaul. Die Sonne geht auch schon wieder fast unter. Und wir haben es auch dann gleich mal hier runter zum Strand geschafft auf unserem Klepper. Schon ein relativ großes Pferdchen. So, jetzt auf dem Strand. We're here, where are you? Go. Ich glaube, wir haben ihn gefunden. Opa. Wir stehen direkt vor ihm, kann es sein? Oh, fuck. Wo ist seine Schwachstelle? Gut. So leuchtende Dinger unter seinen Füßen. Ich nehme fast an, ich muss hier von meinem Pferd aus. Oh, das war ja geil. Los, Kurve. Und von meinem Pferd aus hier an so ein Ding ranspringen. Oh, fuck. Das war nix. Aber ich kann ja auch, glaube ich, aufstehen. Oh, ganz schlecht. Ich muss hier raus. Ich muss da raus. Lass mich raus. Boah.
doch gesagt, unter den Hufen. Boah, mein Zielen ist auch so merkwürdig. Wie bitte? Scheiße. Ich will doch da nur hoch, oder nicht? Leute, das ist mir zu komisch. Ah, scheiße. Soll ich mal mein Schwert nehmen hier? Vielleicht sterbe ich wahrscheinlich. Das geht doch. Jetzt muss ich hier schnell hoch. Nein. Hallo! Ich bin zu langsam. Scheiße. Ich brauche mein Pferd, glaube ich. Auf jeden Fall weiß ich jetzt schon mal, wie man ihn runterkriegt. Los. Ja, dreh dich im Kreis. Ah, shit, zu langsam. Nein! Jetzt haut das Pferd ab. Ich hasse es. Nein! Jan, was ist los hier? Vielleicht soll ich gleich auch mein Pferd steigen, hä? Hallo! Oh. Nein! Warum fässt er sich nicht, da hält er sich nicht fest? Ah, shit. Ah, ich hasse es.
Leute, was ist das hier? Bleib stehen! Ah! So weit runterziehen kann ich nicht. Ah, Pferd, du bist so dumm. Gut ist ja schon mal, dass ich hier anscheinend Pfeile ohne Ende habe. Oh, du Pferd, Alter. Pferd, du bist so geil. Was ist das denn? Ich kann mich nicht festhalten. Was ist das denn? Was ist denn das? Ich bin gleich wieder mein Pferd frei. Ja, Leute, ich weiß es nicht. Ich hätte gedacht, ich muss von meinem Pferd da raufspringen. Okay, wenigstens das klappt jetzt schon mal besser. So, next try. Los. Na gut, wieder nicht. Das war auch zu weit weg. Ich wollte auch gar nicht springen. Kann ich denn jetzt nicht springen? Mein Gott, ist das verwirrend. Nein, ich will den Bogen. Das ist doch nicht... Oh. Das ist nicht der richtige Weg, oder was? Da war er doch! Ah, ich glaube, ich hab's. Wow! Okay. Uiuiui, also ich brauch das Kärtchen wahrscheinlich gar nicht. Sondern das sah aus wie Haare, hä? Das sah aus wie Haare, wo ich mich festhalten kann da vorne. Okay, das wird einfach. Hock dich hin. Ich. Ah, fuck. Los. Renne. Hallo? Läuft. Kommt jetzt hoch. Ich hänge dran. Das erste Mal. Hat auch ewig gedauert. Ich wechsle schon mal auf das Schwert. Frage ist, wo geht's jetzt lang? Oh, oh, festhalten!
Kletter. Hinten rum oder was? Nein, nicht runterfallen! Nein! Scheiße! Wo muss ich denn da oben hin? Nächstes Rätsel. Fuck, also das funktioniert schon mal. Los, bewegt die Hufe. Oh, ach, doch nicht so. Jetzt rennt er aber weg. Ja, wo will er denn hin? Genau, bleib mal schön stehen. Ah, shit, zu langsam. Alright, next try. Hier rum. Hier hoch. Los, schneller. Also hier ist ein... Nein, hoch. Nein. Wenn er mit einer Handschuhe jetzt nur noch dran hängt, wie soll ich denn... Ach, ich hasse es einfach. Was ist das denn? Komm weg da. Also hintenrum ist Quatsch. Ah, schneller, schneller, schneller. So. Dann will man nach vorne. Oh, was macht der denn da? Was macht der denn da? Was ist das denn für ein Dreck? Okay. Junge, next try. Hallo? Hallo? Das meine ich mit komischen Kamerafahrten.
Außerdem ist es mega dunkel. Ich habe auch irgendwie kaum Leben mehr. Ich bin gespannt, was passiert, wenn ich kein Leben mehr habe. Ja, das werden wir jetzt erfahren. Scheiße, Mann. Ich komme einfach nicht klar. Spiel vorbei. Und wir starten also mit da, wo wir den Koloss getroffen haben. Wir sind immer noch beim zweiten Koloss. Ich verzweifle hier schon beinahe. Ich weiß einfach nicht, wo seine Schwachstellen ist. Ich werde jetzt mal ein bisschen um ihn herum rennen und schauen, ob ich mehr in Erfahrung bringen kann mit meinem Füßenschwert. Also unten wissen wir schon. Und dann auf dem Kopf. Ja, das macht Sinn. Ist denn noch irgendwo anders eine Schwachstelle? Ich muss also zum Kopf. Vielleicht macht es ja Sinn, so mal so ein Vorderbein runterzuschießen, dass wir gleich mal vorne. Kann man denn vorne? Sind da Haare? Ich sehe keine. Warte mal. Obenrum vielleicht. Da sind Haare. Ja, da sind auch Haare. Das heißt, wir könnten mal versuchen. So ein Vorderbein. Vielleicht geht das einfacher. Ich weiß nicht, ob das Vorderbeintreffen einfacher ist, aber. Oh, 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 oh. Ah, shit. Ah, zu langsam. Oh. Das ist genau das, was ich meine. Hier drin wird man natürlich dann leicht übertrampelt. So. Hoch. Zu schnell. Und jetzt so hoch. Wir sind jetzt an einem linken Vorderbein. Und wollen jetzt hier hoch. Die Frage wird sein, kriegen wir das auf die Reihe oder nicht? So. So, und jetzt? Ja, das sieht nicht gut aus. Ich kletter jetzt hier vorne rum. Die Hoffnung, dass er. Das macht alles keinen Sinn, oder? Dass ich hier in die Mitte. Oder kann man oben rüber? Vielleicht muss ich doch nach hinten klettern. Ja, los. Und zurück. Ah. Das machen wir nochmal besser. Also vorne bringt jetzt nicht so viel mehr. Ich werde zertreten. Ich habe jetzt jedenfalls nicht gesehen, dass es mehr bringen würde als hinten. Und hinten ist definitiv einfacher. Ah. Den runterzuschießen. Also das kann ich jetzt schon relativ gut. Und dann der Sprung klappt auch. Und jetzt hoch.
Jetzt klettern wir hier mal nach hinten. Nein! Whoa! So ein Pech. Also, wir müssen hinten über den Rücken klettern anscheinend. Kannst du noch überleben hier? Bleib dran. Oh, das wackelt aber ordentlich. Hier hoch und weiter und festhalten. Das sieht gut aus. WTF! WTF, du dumme Sau! Scheiße! Nein! Nein! Halt dich fest, Junge! Super. Und schön festhalten. Dranbleiben. Da geht noch einiges. Da geht noch einiges. Gleich haben wir es doch. So, wir hier Power holen und jetzt. Und mit voller Gewalt. Der ist ein bisschen hartnäckig, der Junge. Oh, jetzt leuchtet es nicht mehr. Das heißt, es gibt noch eine zweite. Oder was? Das ist ja fies. Ja, es sieht so aus, als ob dieses Ding hier nicht mehr leuchten würde. Und es zieht ihm auch keine Energie mehr ab. Das heißt, ich muss jetzt mal schauen. Wir müssen uns festhalten. Oh, das war knapp. Wo könnte denn der zweite sein? Hinten?
Oh ja, da ist er doch. Das ging diesmal fix, ne? Hier rüber. Bleib bloß dran. Oh, yes, sir. Und der letzte Stoß. Das war's, Leute. Was lange währt, wird gut, oder so sagt man ja. Der zweite Koloss fällt. Und er fällt gnadenlos auf die Fresse. So soll das. Und wieder spritzt es schwarzes irgendwas um uns herum, in uns herein, aus uns heraus. Und wir werden vom Lichtkanal. Ich tippe auf den Tempel. Zurückgebracht. Mein Gott, war das ein Abenteuer. Ewige Versuche, aber am Ende doch geschafft. Jetzt stehen schon zwei Kolossi-Seelen um uns herum und der zweite Koloss bricht ein wie der erste. Und wir haben das zweite Abenteuer anscheinend erfolgreich überstanden. Because a quarry. Awake, clan.